Hallo, liebe Handarbeiterin, alle Helfer und Helferinnen der Aktion Schmetterlingskinder. Heute gibt es das Weihnachtsvideo 2015 mit dem dazugehörigen Jahresresümee. Unser Jahr war relativ ruhig, was jedoch leider nicht daran liegt, dass es weniger Sternenkinder gegeben hätte. Es liegt vielmehr an dem, was wir auch schon in einigen Postings und Videos über das Jahr an euch weitergegeben haben, nämlich der verschlechterten Geburtshilfe in Deutschland. Durch diesen Umstand ist nicht mehr so viel Zeit und leider auch nicht mehr das Engagement in den Kliniken vorhanden, um die Sternenkindergeburten wirklich gut zu betreuen. Das heißt also zum einen die Entbindung der Babys, aber natürlich auch die Gestaltung des Abschieds und natürlich auch die Betreuung der Eltern nach diesem ganzen schlimmen Ereignis, also im Prinzip in den Tagen, wo die Eltern noch im Krankenhaus sind. Und das wiederum führt natürlich auch zu einer leider verminderten Bestellmoral, weil die Sachen eben nicht mehr so oft und auch nicht mehr so sorgfältig eingesetzt werden, wie das noch in den letzten Jahren der Fall war. Natürlich ist auch die Tatsache, dass das Handarbeiten für Sternenkinder ungefähr seit diesem Jahr wirklich so ein regelrechter Trend geworden ist, nicht ganz unwichtig für den Rückgang unserer Einsätze. Da müssen wir allerdings sagen, dass dieser Trend, auch wenn er ja eigentlich gut ist, da er das Thema enttabuisiert, im Moment zusammen mit dem verschlechterten geburtshilflichen Trend eine wirklich regelrecht fatale Wirkung an manchen Stellen und für viele Betroffene haben kann, weil es ja oftmals nicht reicht, nur die Kleidchen in die Kliniken zu geben. Gerade jetzt ist es ganz besonders wichtig, den Hebammen, Schwestern und Pflegekräften immer wieder ganz, ganz deutlich zu machen, wie wichtig es ist und warum es wichtig ist, die Geburt eines Sternenkinds genauso gut zu betreuen wie die Geburt eines normalen Kindes und auch den Abschied von diesem Baby besonders liebevoll und sorgfältig zu gestalten und die Eltern danach dann auch gut zu versorgen und zu betreuen und sie nicht irgendwo alleine zu lassen. Das ist gerade jetzt so wichtig, weil natürlich in dieser schlechten geburtshilflichen Situation die Zeit für all das für die Hebammen kaum noch vorhanden ist, weil eben überall die Kreissäle schließen und die wenigen, die noch vorhanden sind, einfach überlastet sind. Und zu einer guten Versorgung gehört dann bei Sternenkindern natürlich auch das Weitergeben von wichtigen Informationen, wie rechtlichen Informationen zum Mutterschutz und so weiter. Ebenso natürlich auch die Vermittlung an Menschen und Helfer vor Ort, die ihnen wirklich auch helfen können. Damit meinen wir zum Beispiel Bestatter, die auf die Bestattung von so kleinen Babys spezialisiert sind und auch kostengünstig für die Eltern arbeiten. Damit meinen wir natürlich aber auch Selbsthilfegruppen. Wir meinen Trauerbegleiter, Psychologen. Wir meinen allgemein Organisationen vor Ort, die helfen können und die einfach unterstützen können. Und natürlich ist das Gestalten eines guten Abschiedsrituales auch sehr, sehr wichtig. Denn wie ihr wisst, ein Nachholen gibt es nicht. Alles, was in diesen Tagen die Eltern im Krankenhaus verbringen, versäumt wird, ist ein ganzes Leben lang für sie nicht mehr nachzuholen und kann ein ganzes Leben lang eine Verletzung bleiben. Und darum sind selbst wir mit unserem wirklich Rundum-Paket, mit der Schulung der Hebammen, mit der Broschüre, mit der Vermittlung und so weiter, und natürlich dem Abschiedssatz an sich oft noch weit weg davon, all das zu leisten, was die Eltern bräuchten. Aber wir sind so nah dran, wie wir es aus unserer grundlegenden Situation zeigen können. Und jeder, der nur Kleider in der Klinik abgibt, versagt nach wie vor den Eltern dieses Rundumpaket. Und damit kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt in unserem Jahresresümee, denn in diesem Jahr haben wir es geschafft, uns viel stärker zu vernetzen als je zuvor. Das heißt, wir konnten viele Partner gewinnen und unser Netzwerk so sehr stark erweitern, viele weitere hilfreiche Kontaktstellen, Adressen, Betreuer für die Sternenkinder ausfindig machen, die wir durch unsere Broschüre, aber natürlich auch durch unser Trauertelefon, auf dem die Eltern ja jederzeit anrufen können und dann wirklich mit einer Betreuerin sprechen, die vor Ort sofort hilft. Eben auch durch dieses Trauertelefon können wir diese ganzen Netzwerkkontakte auch weitergeben. Und man soll gar nicht meinen, wie wertvoll es für die Eltern ist, diese Infos so früh wie irgend möglich zu erhalten, um direkt nach der Geburt eben die bestmögliche Hilfe und Betreuung zu finden. Es bringt ja schließlich nichts, wenn man zum Beispiel einen guten Bestatter, einen kostengünstigen, geschulten Bestatter erst
Tage nach der Beerdigung vermittelt bekommt. Oder eine Trauerhelferin, die vielleicht sogar ins Krankenhaus gekommen wäre, um ganz direkt vor Ort zu helfen und eben aufzupassen, dass nichts vergessen wird an Erinnerungen, die geschaffen werden können, wenn man die Kontaktadresse von der erst 4 Wochen nach der Geburt findet. Es ist also wichtig, dass die Eltern sofort an diese Infos kommen. Und natürlich ist auch die Schulung des Personals jetzt wichtiger denn je. Neben dem intensiven Ausbau dieses Netzwerks haben wir natürlich trotzdem wieder vielen Eltern und Kindern durch die Abschiedssets helfen können, in etwa 2000 dieses Jahr. Das ist tatsächlich etwas weniger als sonst. Das liegt aber, wie gesagt, nicht an der Tatsache, dass es weniger Sternenkinder gab, denn in diesem Jahr war die Geburtenrate relativ hoch und die Sternenkinder sind immer sozusagen ein prozentueller Anteil. Aber wir konnten trotzdem diese 2000 Kinder und Eltern versorgen in etwas mehr als 120 Lieferungen, die wir in diesem Jahr an die Kliniken senden durften. Außerdem wurde unser Team durch mehrere feste ehrenamtliche Helferinnen, zum einen hier regional vor Ort und auch in ganz Deutschland, erweitert. Helfer in der Versandvorbereitung, das sind die vor Ort, und in der Verwaltung, das sind die in ganz Deutschland. Und wir sagen ein großes Danke an diese wunderbaren Frauen, die uns so sehr helfen. Und wir danken natürlich auch allen, die uns helfen. Danke, dass ihr uns jetzt gerade helft, wo die Betreuung der Sternenkinder und ihrer Eltern wieder Gestalten und Formen annimmt wie vor 10 Jahren. Und was wirklich fatal ist, dass es jetzt so schlecht wird. Dass ihr jetzt gerade helft, ist toll, denn jetzt können wir ein wenig Gegenwind geben und den Eltern die schwere Situation ein wenig tröstlicher gestalten. Wir hoffen natürlich, dass sich im nächsten Jahr die Geburtshilfe wieder verbessern wird, und dazu können wir alle unseren Beitrag leisten, indem wir uns engagieren in der Hebammenunterstützung und dass es dann wieder bergauf auch in der Betreuung der Sternenkinder geht und all die Traumata, die gerade wieder sehr viel mehr entstehen, wieder weniger werden. Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest im Kreis eurer Familie und geliebten Menschen, ein gutes neues Jahr. Und bitte denkt mit uns zusammen an all die Familien, bei denen auch an diesem Fest wieder ein Platz leer bleibt. Ein Platz, der sich niemals füllen wird und der immer mit Schmerz wahrgenommen wird. Schickt ihnen eure warmen Gedanken und helft so auch 2016 weiter, dass der Verlust ihres Babys für die betroffenen Familien und Eltern nicht noch schmerzlicher gemacht wird durch unsachliche Betreuung und unabänderliche Versäumnisse in den Kliniken, als das unbedingt nötig ist. Euch allen ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr.